So, hallo Leute, hier zu einer weiteren Folge Tacket. Aber diesmal ist es nicht ganz normal, sondern es ist ein wenig, man will sagen, anders oder auch besonders oder auch völlig beschissen. Als allererstes möchte ich euch mitteilen, dass es mir extrem leid tut, dass durch ein Virus auf meinem Computer die kompletten Aufnahmen Tacket gelöscht wurden, die ich gemacht habe. Und das waren, glaubt mir, das waren sehr viele. So, jetzt ist es aber leider so, naja, wir haben schon ziemlich viel gebaut und ich will euch jetzt zeigen, was wir alles gebaut haben, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Ihr seht hier unten, ich bin in meinem Raum, ich habe an meinem Raum gestartet. Das ist mein Raum für die ganze Technik, die, ja, man will sagen, Maschinen. Okay, wir starten am besten einfach mal oben. Wir laufen raus. So, hier ist eine Gummibaumfarm, wenn man jetzt mal sagen. Ich weiß nicht genau, ob ihr bis dahin schon geschaut habt. Jedenfalls kommt da das ganze Gummi her. Da haben wir jetzt auch schon einen Macerator für gebaut, der das Ganze extractor, meine ich, der das Ganze sozusagen extrahiert. Wer nicht weiß, was das bedeutet, der kauft sich mal Duden. Und ja, nein, extracten oder extrahieren heißt so viel wie ja, was heißt herausnehmen, herausquetschen, herausextrahieren, also wenn man etwas herausnimmt aus etwas sozusagen. Genau, jedenfalls wachsen an diesen Bäumen diese kleinen Knubbel hier, man sieht sie hier schon. Die kann man entweder mit einem bestimmten Werkzeug abmachen oder man packt sie halt in Extractor, den ganzen Baumstamm, dann kriegt man auch welche davon. Den Extractor zeige ich euch aber gleich noch. Also hier ist erstmal unser Haus. Jetzt wundert ihr euch, was ist denn das da? Und wieso ist das da rot? Und wieso haben wir hier so Strom und so Glasfaserleitungen und so? Ja, wir haben Glasfaserkabel. Und zwar von hier oben gehen die weg. Das sind Low Voltage Solar Arrays, wie man auch jetzt hier oben sieht. Und zwar sind die dafür da, um Strom zu kriegen. Genau. Die sind halt, es ist halt Solarpanels, also halt Solarplatten. Und davon kriegen wir halt Strom für die ganzen Maschinen. Durch das Dingskabel hier, durch das Glasfaserkabel ist es halt sehr, sehr, sehr. Die Glasfaserkabel sind sehr, sehr gut, weil die sehr lange die Energie auf ihrer die konstante Energie halten. Ab einer gewissen Zeit schwächt sich die nämlich ab. Das, was ich halt da, wo ich da gerade reingeschaut habe, also das Teil hier, das ist übrigens eine Badbox, steht auch hier oben, damit kann man sehen, wie viel Power da gerade reingeht. Und hier kann man auch Batterien zum Beispiel reintun und da oben Dinge, die man aufladen muss, wie zum Beispiel Jetpacks oder so. Hier oben ist nicht viel Neues, hier haben wir ein paar Furnaces aufgestellt, hier hat der Sepp seine Kreativität walten lassen und hier haben wir also ein bisschen gefarmt haben wir zwischendurch wieder, das passt aber alles. So, warte, dann kann ich euch hier noch zeigen. Hier sind ein paar Dinge drin, die wichtig sind. Und zwar ist hier einmal drin die BT Battery. Das ist ein wichtiges Gerät für. Es gehört zu Red Power dazu und das ist auch ein Energiespender. Blue Alloy Wire. Damit haben wir zuerst versucht, die Solar Arrays oben zu verbinden. Das ging aber leider nicht. Hat nicht geklappt, deswegen haben wir da auch noch so viele von. Das Redstone Reception Coil ist dafür da, um andere Dinge zu craften. Und den Holzbohrring kennt ihr wahrscheinlich schon. Wenn nicht, dann guckt. Damit kann man halt werfen. So. Draußen geht's besser. Damit ihr euren Spaß habt, zeige ich euch das einfach mal. Voll die geile Animation, ne? Und dann kommt das Ding auch wieder zurück. In meiner Hand habe ich eine Arnes ID-Card, die hat der Tobi so umbenannt. Damit komme ich in Tobis heiliges Räumchen und zwar in diesen Raum. Das ist der komplette, wirklich Computercraft-Technikraum. Da wird programmiert, was das Zeug hält. Also, das ist wirklich so. Da wird richtig abge. Also, das ist echt. Hier wird einiges programmiert. Hier sieht man schon die ganzen, einmal Mining Turtles, dann Fight Turtles und dann hier ist eine normale Turtle, wo noch nichts dran gebastelt ist. Wir haben weiter weg, haben wir eine Turtle, die schaufelt. Eine Mining Turtle ist, glaube ich, sogar gerade beim Minen, also jetzt gerade nicht, weil wir es nicht angehabt haben. Mit natürlich,
kann man dann hier programmieren. Ich weiß nicht, warte mal. Man kann jetzt sagen ID. This computer is 59. Okay, dann kann man jetzt sagen paste bin get. Warte mal, wie war der Code? QD. Ah, ich weiß nicht mehr. Ich kenne den Code leider nicht mehr, das tut mir leid, Leute. Weil, das ist. Warte mal, kann man da. Warte mal. Ich muss ganz kurz überlegen. Wie war das nochmal? Wie war das noch? Ach, egal. So, naja, ist jetzt egal. Jedenfalls kann man die da mit den Computern steuern und so. Und die Tür kann man damit auch steuern. Aber wenn man hier die Floppy Disk reinpackt, dann öffnet sich die Tür. Und dann kann man da durchgehen. Aber es buggt momentan, das sind übrigens Bildschirme hier, ja. Es buggt aber momentan ein bisschen rum, weil dann stürzt der Server immer ab. Deswegen lassen wir die jetzt dauerhaft offen. Hier ist der Rocket Start, das kann ich euch aber zeigen. Da gibt man hier einfach Rocket ein. Und dann, ja, ist das nicht cool? Und dann gibt man hier wieder Rocket ein. Und dann ist wieder zu. So. Weiter geht's. Hier haben wir ein bisschen ausgebaut, die Räume, aber auch nichts Großes eigentlich. Hier haben wir einen Gang gebaut, aber auch nichts Großes eigentlich. Der da unten wieder zu unserer Höhle führt. Und sonst habe ich euch eigentlich alles gezeigt, was ist da? Ach so, mein Raum natürlich noch. In dem ich gespawnt bin. Okay, ich zeige ihn euch. Das ist einer der interessantesten Räume. Das sieht jetzt alles aus wie irgendwelche Eisenblöcke hier. Das ist ein bisschen Bug-Fail bei Tekkit, dass die sich immer in eine bestimmte Richtung drehen und deswegen nur die Hinterseite bzw. die Vorderseite sieht. Ich kann sie aber nicht abbauen, weil sie sich sonst auf einen normalen Zustand, ja, was heißt normal, zu einem bestimmten Block zurücksetzen, also nicht zu dem Block, den man abbaut. Hier sieht man, hier sind die Glasfaserkabel, habe ich hier lang geführt. Als allererstes zeige ich euch, also hier, warte mal, da haben wir noch ein paar Diamanten. Das ist ein bisschen Holz. Okay, als allererstes habe ich hier ein Alloy Furnace. Der habe ich, glaube ich, schon gebaut. Damit kann man verschiedene Dinge, die man zusammen brennen kann. Das heißt aber nur die Dinge, die man zusammen brennen kann. Das heißt, wenn man so aus Kohle und Sand zum Beispiel, kann man, glaube ich, irgendwas anderes hier brennen. Wenn man da Kohle hinpackt und da Sand, dann kriegt man irgendein anderes Material draus. Ich weiß aber gerade nicht, welches. Das ist ein Electric Furnace. Das ist einfach ein stinknormaler Ofen, der geht nur wesentlich schneller als normaler Ofen. Die Seitendinger, die sind wahrscheinlich bei jedem Teil hier dabei. Das sind dazu da, um die Dinger zu punchen oder zu boosten, würde ich jetzt mal sagen. Da kann man so Boosterteile reinbauen und dann geht es. Also davon habe ich hier drei meine ich. Dann habe ich hier einen Meserator, der kann Dinge kleinhauen, will ich jetzt mal sagen. Kann man das hier drin ausprobieren? Nö, kann man das hier drin ausprobieren? Nö, das kann man gerade gar nicht. Warte mal, haben wir noch Kohle? Kohle. So, dann hauen wir da einfach mal 16 Kohle rein. Und dann seht ihr schon, hier wirkt was. Und, warte mal, müsstet ihr nicht eigentlich auch was hören? Ja, da hört man nämlich auch was. Warte, ich mache den Sound mal ganz laut. Der arbeitet nämlich. Guck mal, ihr hört das. Okay, ich mache mal wieder runter. Und dann kommt raus Coal Dust. Ja, nichts Besonderes eigentlich, aber mein Gott. Kann man gebrauchen. Hier habe ich noch drin einmal einen Monitor. Zwei Monitore. Das sind die Dinger, die da draußen stehen. Nur halt. Das hier ist halt schwarz und das da draußen ist golden. Das ist sozusagen ein Zusatz. Die sind aber noch ein bisschen verbuggt im Inventar. Das sieht man da so. Okay, dann habe ich hier Generatoren. Die braucht man, um alle ganz viele andere Dinge zu craften. Und hier habe ich den Extractor, aber da habe ich ja vorhin schon beschrieben, was der macht. Hier ist ein Powered Furnace. Der arbeitet eigentlich mit Fuel, aber oder mit irgendeiner anderen Kacke. Aber ehrlich gesagt habe ich noch nicht herausgefunden, wie der das macht. Und ja, genau. Okay, warte mal, jetzt kann ich ja hier eigentlich mal wieder das richtig gescheit hier machen. So. So. Warte, dann machen wir das so. Ich bastel hier schon wieder in einem Infovideo, ey. Das ist ja schlimm. Ich bin nicht schlimm. Aber damit das ein bisschen normal ausschaut hier. So, dann war es das eigentlich schon wieder komplett. Ich hoffe, ihr schaut euch die nächste Folge an und ich hoffe, ihr verzeiht mir auch, dass es durch diesen Scheiß-Virus passiert ist. Und ja.
Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Runde. Euer Typhoon Craft. Bis denne. Tschüss.